Im Namen Namen des des Vaters Vaters und und des des Sohnes Sohnes und und des des Heiligen Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Amen. Vater Vater unser unser im im Himmel, Himmel, geheiligt geheiligt werde werde dein dein Name, Name, dein dein Reich Reich komme, komme, dein dein Wille Wille geschehe, geschehe, wie wie im im Himmel Himmel so so auf auf Erden. Erden. Unser Unser tägliches tägliches Brot Brot gib gib uns uns heute heute und und vergib vergib uns uns unsere unsere Schuld, Schuld, wie wie auch auch wir wir vergeben vergeben unseren unseren Schuldigern. Schuldigern. Und Und führe führe uns uns nicht nicht in in Versuchung, Versuchung, sondern sondern erlöse erlöse uns uns von von dem dem Bösen. Bösen. Denn Denn dein dein ist ist das das Reich Reich und und die die Kraft Kraft und und die die Herrlichkeit Herrlichkeit in in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Wir Wir leben leben in in einer einer Zeit Zeit der der Selbstoptimierung. Selbstoptimierung. Das Das fällt fällt mir mir besonders besonders auf auf Instagram Instagram auf. auf. Scheinbar Scheinbar streben streben alle alle danach, danach, immer immer mehr mehr haben haben zu zu wollen, wollen, ohne ohne ein ein Ende Ende in in sich sich zu zu sehen. sehen. Nach Nach dem dem Weiter, Weiter, höher, höher, schneller. schneller. Alle Alle wollen wollen besser besser sein sein und und mehr mehr leisten leisten und und erleben. erleben. Beständig Beständig ist ist uns uns der der Gedanke, Gedanke, wie wie wirke wirke ich, ich, falle falle ich ich negativ negativ auf? auf? Was Was denken denken andere andere über über mich? mich? Wir Wir können können scheinbar scheinbar alles alles sein sein und und machen, machen, was was wir wir wollen. wollen. Somit Somit setzen setzen wir wir uns uns mit mit folgenden folgenden Fragen Fragen auseinander. auseinander. Wer Wer bin bin ich ich und und wer wer will will ich ich sein? sein? In In der der heutigen heutigen Welt, Welt, in in der der wir wir in in einem einem ungewöhnlich ungewöhnlich hohen hohen Wohlstand Wohlstand leben, leben, stehen stehen uns uns gefühlt gefühlt alle alle Türen Türen offen. offen. Wir Wir dürfen dürfen unseren unseren eigenen eigenen Charakter Charakter erfinden erfinden und und ausleben. ausleben. Besonders Besonders im im Sommer Sommer sind sind wir wir auf auf der der Suche Suche nach nach dem dem nächsten nächsten Highlight Highlight und und auf auf der der Suche Suche nach nach uns uns selbst. selbst. Anders Anders zu zu sein sein ist ist anstrengend, anstrengend, also also scheint scheint in in unzähligen unzähligen Situationen Situationen es es leicht leicht zu zu sein, sein, sich sich anzupassen anzupassen und und mit mit dem dem Mainstream Mainstream zu zu schwimmen schwimmen und und in in der der Masse Masse unterzutauchen, unterzutauchen, um um somit somit nicht nicht aufzufallen aufzufallen und und von von anderen anderen verurteilt verurteilt zu zu werden. werden. Hier Hier ist ist ein ein Zitat Zitat von von der der heiligen heiligen Katharina Katharina von von Siena, Siena, welches welches mein mein Leben Leben tatsächlich tatsächlich total total gut gut beschreibt. beschreibt. Be Be who who God God made made you you to to be, be, and and you you will will set set the the world world on on fire. fire. Sei Sei die die Person, Person, zu zu der der Gott Gott dich dich geschaffen geschaffen hat, hat, und und du du wirst wirst die die Welt Welt in in Brand Brand setzen. setzen. Und Und jetzt jetzt möchte möchte ich ich mit mit euch euch meine meine Story Story teilen. teilen. Als Als ich ich auf auf eine eine neue neue Schule Schule kam, kam, fühlte fühlte ich ich mich mich nicht nicht angenommen angenommen und und minderwertig, minderwertig, weil weil ich ich nicht nicht so so cool cool aussah aussah wie wie die die anderen anderen Klassenkameraden. Klassenkameraden. So So dachte dachte ich ich zumindest, zumindest, auch auch wenn wenn ich ich nicht nicht glaube, glaube, dass dass das das so so stimmt. stimmt. Zumindest Zumindest habe habe ich ich mich mich verstellt verstellt und und mich mich äußerlich, äußerlich, aber aber auch auch innerlich innerlich angepasst. angepasst. Ich Ich konnte konnte bei bei niemandem, niemandem, nicht nicht mal mal bei bei meinen meinen eigenen eigenen Eltern, Eltern, echt echt und und ehrlich ehrlich sein, sein, weil weil ich ich Angst Angst vor vor Verurteilung Verurteilung hatte. hatte. Es Es hat hat sich sich wie wie ein ein Gefängnis Gefängnis angefühlt, angefühlt, eingesperrt eingesperrt und und schwer. schwer. Jeder Jeder kannte kannte ein ein Bild Bild von von mir, mir, welches welches allerdings allerdings nicht nicht stimmte. stimmte. In In dieser dieser Zeit Zeit habe habe ich ich auch auch meine meine katholischen katholischen Aktivitäten Aktivitäten als als Ministrant Ministrant geleugnet geleugnet und und den den mir mir vermittelten vermittelten Glauben Glauben stark stark bezweifelt. bezweifelt. Es Es ist ist ja ja nicht nicht cool, cool, sonntags sonntags morgens morgens zu zu einer einer Veranstaltung Veranstaltung zu zu gehen, gehen, an an der der nur nur alte alte Menschen Menschen teilnehmen. teilnehmen. In In dieser dieser Situation Situation kam kam Jesus Jesus zu zu mir mir und und brachte brachte heilsames heilsames Licht Licht in in meine meine innerliche innerliche Dunkelheit. Dunkelheit. Bei Bei einem einem Gebetsabend Gebetsabend von von Night Night Fever Fever fühlte fühlte ich ich die die immense immense Liebe Liebe Gottes, Gottes, wie wie sie sie über über mich mich und und mein mein Innerstes Innerstes floss. floss. Ich Ich habe habe realisiert, realisiert, dass dass Gott Gott real real ist. ist. Er Er lebt lebt und und wirkt wirkt heute heute noch. noch. Ich Ich hatte hatte die die tiefe tiefe Gewissheit Gewissheit in in meinem meinem Herzen, Herzen, dass dass ich ich gekannt gekannt und und geliebt geliebt bin bin von von Gott, Gott, so so wie wie ich ich bin. bin. Es war eine unfassbare und reale Liebe, die ich von Menschen nicht kannte. Und die Kirche war gefüllt mit jungen und alten Menschen, mit Laien, Priestern und Ordensleuten. Ich war also nicht die Einzige, die so fasziniert von diesem Jesus war. Für einige war Gott so real und vertrauenswürdig, dass sie sogar ihr Leben, also alles, was sie haben, Gott anvertrauten. Als ich aus dieser Kirche hinaus und wenig später in meinen Alltag ging, hat sich mein Umfeld gar nicht geändert. Doch etwas in mir hat sich geändert. Es begann ein innerlicher Prozess der Heilung und der Loslösung von der Meinung anderer. Ich lernte eigenständig in der Welt unterwegs zu sein, getragen von meiner Identität und Würde, zu der Jesus Christus mich erhoben hat. Musste ich mir meinen Wert nicht von der Meinung anderer festmachen. Nein, ich bin geliebt vom mächtigen und liebenden Gott. Ich muss nichts Spektakuläres können, um gesehen zu werden. Ich muss mir die Liebe nicht verdienen, wonach mein Herz dürstet. Ich habe unter dem liebenden Blick des Vaters leben dürfen und eigene Träume verfolgt. Ich tue nicht nur das, was bei anderen gut ankommt, sondern ich werde frei, wenn ich meine Identität in Christus gründe. Ich hatte in den Jahren danach auch eine Phase, in der es mir komplett egal war, was ich trage. Wenn Sie nur etwas mit mir zu tun haben wollen, weil ich cool aussehe, Ihnen aber mein Herz egal ist, dann will ich nichts mit Ihnen zu tun haben, dachte ich mir.
und deshalb zog ich nur schmuddelige Klamotten an. Doch die gewachsene innere Stabilität offenbarte sich von innen nach außen. Ein Prozess from the inside out. Jetzt liebe ich meine innere gewachsene Schönheit und diese möchte ich auch nach außen zeigen. Ich blühe auf vom Inneren nach außen. Es ist ein Prozess, den ich noch nicht abgeschlossen habe und ich denke, niemals abschließen werde. Heute noch merke ich, wie ich mich Gruppendynamiken anschließe und nicht hundertprozentig ich selbst bin. Aber das ist okay. So geht es jedem, oder? Ja, total. Mir geht es genauso. Oft suchen wir die Anerkennung bei anderen Menschen und legen großen Wert auf ihre Meinungen und Gedanken. Jedoch ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass nur die Meinung von Gott wichtig ist. Wir sollten danach streben, ihm zu gefallen und das Leben nach ihm auszurichten. Das bedeutet zwar auch, sich an bestimmte Regeln zu halten, aber sobald wir dies tun, werden wir merken, was für eine Freiheit, Frieden und Ordnung uns dies beschaffen wird. Wir werden spüren, welche Schönheit und Erfüllung sich in Gott befindet, anstatt diese in anderen zu suchen. Gott wird uns somit auf vielerlei Weise aufzeigen, wer wir sind und für was wir gemacht worden sind. Er schenkt uns seine Liebe und weist uns unseren Wert auf. Er lässt uns spüren, dass jeder einzelne Mensch wichtig ist, jeder eine Bestimmung hier auf Erden hat und von Gott unendlich geliebt ist. Gott, unser Schöpfer. Wir danken dir von Herzen für deine brennende und große Liebe zu uns. Siehst für uns Zuflucht und Schutz. Danke, dass du uns so geschaffen hast, wie wir sind. Du bist ein wunderbarer Künstler und Schöpfer. Für deine Werke preisen wir dich, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen und verstehen dürfen. Deine Wahrheit steht über unseren Gefühlen. Hilf uns, frei zu werden, frei von der Meinung anderer und frei von Selbstkritik und zu hohem Selbstlob. Befreie uns und mach uns immer mehr zu der Person, die du dachtest, als du uns erschaffen hast. Fearfully and wonderfully zu deinem Lobpreis. Amen.